Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich heute, eine tolle Schauspielerin begrüßen zu können. Ihr habt sie in so vielen tollen Sachen gesehen und ich freue mich mal zu hören, wie es ihr geht. Claudia Wenzel, wie geht's dir und wo bist du? Also mir geht's wunderbar. Ich bin in Berlin, gestern gerade wieder frisch gelandet aus Niedersachsen und ja, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich bei dir bin. Es ist Premiere für mich. Ich mache zwar ab und zu immer mal wieder sowas, aber das ist jetzt sowas, wo ich sage, zum ersten Mal und dann natürlich gibt's nur ein und das bei dir. Oh, vielen lieben Dank dafür. Erstmal muss ich sagen, du siehst fantastisch aus. Dankeschön. Du bist unter anderem Schauspielerin, Synchronsprecherin, Moderatorin, Kuratorin und natürlich auch Mensch. Das ist man ja auch immer noch nebenbei. Und deswegen ist die erste Frage natürlich, bist du zurzeit mit dem so, wie es ist, glücklich? Also ich bin erstmal so mit mir persönlich glücklich, weil ich ab und zu arbeite, ab und zu die Dinge mache, die mir unheimlich viel Spaß machen. Ich habe gestern gerade eine Ausstellung in Northeim in Niedersachsen eröffnet. Das mache ich ja immer wieder mal nebenbei mit Mauerbildern meines Vaters. Also deutsch-deutsche Geschichtsstunde, was für mich ganz wichtig ist. Und da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drüber plaudern. Und ansonsten stehen Arbeiten an, Dreharbeiten stehen an und es kommt auch wieder Theater Ende des Jahres. Also ich bin eigentlich mit mir persönlich und mit meinem Leben zufrieden. Natürlich ist es so, es gibt immer Momente, wo man sagt, ja, es können ein paar mehr Drehtage sein, ein bisschen mehr, noch mehr Präsenz wieder in einer schönen Serie oder in einem schönen Film. Aber da versuche ich auch ganz realistisch zu sein, weil es ist natürlich als Schauspielerin in dem Alter mit Anfang 60 etwas schwierig, noch so die großen, vielen Rollen abzufassen. Und da muss man einfach auch die, wie soll ich jetzt sagen, die Realität so nehmen, wie sie ist. Also, ich komme ja vom Theater, ich habe viel Theater gespielt und selbst dort ist es so, guckst du dir ein Shakespeare-Stück an, guckst du dir ein Stück von Goethe an oder ein anderes, wie viele Frauenrollen gibt es da drin, wie viele Männerrollen, das ist natürlich traditionell schon immer so gewesen. Das habe ich auch als Anfängerin, als Schauspielerin gewusst und deshalb habe ich mich darauf eingestellt und kann auch relativ gut damit umgehen. 2023 haben wir dich gesehen bei In aller Freundschaft. Dort hast du eine Alzheimer-Patientin gespielt, eine fantastische Figur und auch toll gemacht. Denn die Patientin denkt, sie wäre 35. Wie war das für dich? Also das waren schon sehr, sehr harte Dreharbeiten. Ich habe mich da extrem drauf vorbereitet. Ich habe ja die Rolle dann 5 Jahre fast als Demenzkranke gespielt und die sollte eigentlich nur noch eine Staffel dabei sein und dann war die Resonanz beim Publikum so groß, weil das ja auch wirklich heute ein Thema ist, was, wenn du dich im Bekanntenkreis umhörst, auf einmal von vielen hörst, der ist dementkrank, mein Papa, meine Mama oder mein Opa oder meine Oma. Und dann wurde das länger reingeschrieben und dann haben wir das so lange noch gezogen bis zu der Todgeschichte und das war für mich spannend, das war toll und das war eine tolle Herausforderung, sowas spielen zu können und da bin ich auch wirklich dankbar, dass diese Rolle so eine verrückte Entwicklung gemacht hat, weil die war ja am Anfang eine sehr resolute und chaotische und sehr männermordende, in Anführungsstrichen, Figur, die also wirklich da immer Action auch in der Sachsenklinik gemacht hat. Und dann hat die so einen Bogen gekriegt, dass diese Frau so absackt und man ihr helfen muss und sie hilfsbedürftig wird. Und das als Schauspielerin spielen zu können, ist schon was ganz Besonderes. Und da war ich sehr glücklich drüber. Dr. Vera Bader, ne? Dr. Vera Bader, genau. Also zuerst Gesundheitsdezernentin gewesen, immer in die Klinik gefahren und sich aufgeregt über 1000 Sachen und immer gesagt, hier, neue Verträge und da muss mehr Geld rein und das muss gemacht werden. Und jetzt zum Schluss dann sich helfen lassen von Kaminski, von einem wunderbaren Kollegen Udo Schenk und von dem ganzen Team, die auf einmal mit mir sozusagen aus der Klinik Mitlein hatten. Das ist, ja, das war großartig, das war toll. Als du 2008 da angefangen hast, war das doch sicherlich noch nicht klar, dass das Ende der Figur wird, oder? Nein, das war nicht klar. Also das ist ja immer so, du hast so als Schauspieler, sagen wir mal, kannst ein paar Ideenvorschläge machen oder kannst dir wünschen, es wäre schön, wenn meine Figur in die Rolle geht. Aber diesen Vorschlag hatte ich überhaupt nicht. Und als dann die Produktion vor 5 Jahren auf mich zukam und sagte, also wir wollen eigentlich jetzt dieser Figur einen ganz extremen Knick geben, die soll an Demenz erkranken und immer, immer schwacher werden. Da habe ich auch erst mal da gesessen und geschluckt. Natürlich meine erste Reaktion, aha, wollt ihr mich rausschreiben? Also das ist ja dann oft immer so. Dann hat nee, wir wollen diese Geschichte erzählen, wir müssen mal gucken, wie das von den Zuschauern angenommen wird. Und das ist eben ganz toll angenommen worden. Und das hat mich auch sehr, sehr gefreut und hat mich auch sehr stolz gemacht, dass das also auch so rübergekommen ist. Aber ich habe mich auch vorbereitet. Also ich war in Berlin, im Norden von Berlin, in Panketal. Da gibt es so ein Heim, wo auch viele Demenzkranke sind.
mit denen habe ich mich einfach in Verbindung gesetzt und habe die Chefin dort gefragt, ob ich ein bisschen hospitieren kann und mal dabei sein kann, wenn die da in ihrer Gruppe sitzen und reden. Und dann haben die mich ganz toll aufgenommen. Und da habe ich so mehrere Tage verbracht und mir das angeguckt. Das war manchmal sehr, sehr deprimierend. Habe aber viel für die Figur da rausnehmen können. Also es ist ja auch die Aufgabe eines Schauspielers, sich gut vorzubereiten. Ich sage jetzt Kommissare, die irgendwo in einer Krimiserie spielen und den Revolver nicht richtig halten, da gehe ich jedes Mal an die Decke und sage, warum habt ihr euch das nicht mal richtig zeigen lassen? Man kann ruhig sagen, die Medizin ist in deiner Karriere schon recht, recht guter Begleiter gewesen. Ne? 92 bis 1999, unser Lehrer Dr. Specht, da warst du Funny Moll 70 Folgen lang. Wenn du da heute dran zurückdenkst, ist das noch sehr präsent oder ist das alles die Erinnerung in Schwarz-Weiß? Also nee, das ist noch sehr präsent. Es lief auch gerade mal wieder in der Mediathek beim ZDF. Und es gibt immer wieder junge, tolle Männer, die jetzt alle so 40 sind, die das als Kinder gesehen haben. Und wenn ich manchmal irgendwo bin, werde ich manchmal noch angesprochen und sagen, Sie sind doch Funny Moll? Das habe ich immer als Kind mit meinem Papa geguckt und so. Also das ist schon manchmal sehr präsent. Und für mich ist es in der Hinsicht präsent, weil es eigentlich mein gesamtdeutscher Fernseheintritt war. Also die Chance, nach der Wende so eine große Rolle in der Serie zu spielen, war wunderbar. Das war wirklich ein Traum und natürlich mit viel Glück zusammen hängend gewesen. Und meine damalige Kollegin noch aus dem Osten war ja Corinna Harfouch und wir waren die beiden Ossi-Schauspielerinnen in dieser Serie. Und das war einfach eine spannende, irre Zeit und die will ich auch gar nicht missen. Und ich denke da sehr gern zurück und es war vor allen Dingen auch eine witzige Rolle, weil danach ging es ja eigentlich mit meinen Figuren immer, dass das immer die Resolute ist, dass es immer die der Vamp, Frau, die selbstbewusst durch die Gegend läuft, Geschäftsfrauen, sowas habe ich ja immer gespielt. Und Funny Moll, das war so die witzige Strecke, was ich früher am Theater auch viel gemacht habe. Und deshalb ist das auch so immer noch eine meiner Lieblingsrollen in der Erinnerung, wenn ich daran denke. Wenn wir an Irene Kadenbach zurückdenken, bei Dr. Stefan Frank, dem Arzt, dem die Frauen vertrauen. Trauen, genau. Wie war das, 100 Folgen lang? Ja, das war auch eine spannende Arbeit, weil ich die dann in München habe wieder lange gedreht. Ich bin da wirklich sehr oft hoch und runter geflogen von München nach Berlin und wieder zurück und so. Und das war auch wieder eine schöne Arbeit, weil das also ein ganzes Team in München war. Das waren am Anfang fast nur, ich sage jetzt mal, Westschauspieler und ich so die einzige Ossi im Hauptcast. Und dann so eine resolute Frau zu spielen. Und die Rolle habe ich übrigens damals auch bekommen aufgrund von Funny Moll. Also der Produzent, der das produzierte, das war Brunnemann damals in Berlin. Der hat mich dort gesehen und hat dann gesagt, Mensch, die könnten wir da als diese verrückte, resolute Verwaltungschefin holen und musste auch kein Casting machen, habe die Rolle bekommen und hat natürlich eine sehr große Popularität gebracht und hat mir auch weiterhin viele, viele Türen geöffnet. Also wenn du dann als Schauspieler solche Chancen bekommst und sie nutzt und dein Können zeigst, dann bist du drin, wie man so schön sagt. War denn das ein großes Thema, dass du eine Ostschauspielerin warst? Also sagen wir mal so, am Anfang, also beim Lehrer Specht war es so, meine ersten Drehtage da, ich kannte alle aus dem Westfernsehen. Also das war wirklich so Gisela Trove, Robert Atzorn, Heinz Hönig, weil wir ja auch immer Westfernsehen geguckt haben, aber die Westdeutschen kannten uns Schauspieler natürlich nicht. Und ich kam da voller Ehrfurcht hin und dachte, oh, jetzt stehe ich zusammen mit denen ja vor der Kamera. Und die waren aber neugierig wiederum, wie war das im Osten? Wie läuft das jetzt gerade zur Wendezeit? Wie ist das mit der Währungsunion? Also wir hatten da ganz tolle, intensive Gespräche. Ich werde die auch nie vergessen. Und es war in der Hinsicht ein Thema, dass die Ausbildung im Osten der Schauspieler wirklich hervorragend war. Und man hat ja auch später mal gemerkt, viele ostdeutsche Schauspieler, ich muss es halt nochmal so sagen, ist halt so, haben sich dann schnell auch in dem gesamtdeutschen Fernsehformat gut durchsetzen können. Weil es gab in der DDR nur 3 Schauspielschulen, das war Leipzig, Rostock und Berlin. Es wurden jedes Jahr nur 60 Schauspieler ausgebildet. Es gab keine privaten Schauspielschulen. Und dann war da immer noch ein sehr hartes sozusagen Sieb. Also nach dem ersten 2 Studienjahren wurden immer noch mal 3-4 Studenten exmatrikuliert. Und es waren noch immer weniger Frauen als Männer. Und alle bekamen sofort nach dem Studium ein Engagement an einem Theater. Also du bist nicht irgendwo lange rumgelaufen und hast nichts zu tun gehabt, sondern du musstest spielen, spielen, spielen. Und da hast du natürlich dein Handwerk gelernt. Und dadurch waren wir Schauspieler eben handwerkmäßig alle auch in einer Top-Ausbildung. Im Gegensatz oft zu vielen westdeutschen Schauspielern, die
von privaten Schauspielschulen kamen, die dann nicht gleich ein Engagement bekamen, die viele Freiberufler waren. Und wir waren viel im Job drin. Und dadurch hatten wir eben so ein gutes Handwerk, formuliere ich das immer. Anders kann ich jetzt nicht sagen. Verstanden? Natürlich, das ist toll erklärt. Lass uns zum Schluss natürlich nochmal über Corinna Cora Franke sprechen. 2005 bis 2006, 110 Folgen, Sturm der Liebe. Und ich glaube, man hört ja immer, das sind sehr intensive Dreharbeiten. Stimmt das, Claudia? Das sind wahnsinnig intensive Dreharbeiten. Also, ich bin ja in der allerersten Staffel dabei gewesen und da war das auch so, dass die noch nicht genau wussten, wie drehen wir eigentlich so eine Telenovela mit diesem vielen Text, mit dem Umfang und dass du an einem Tag eine Folge drehst. Die meisten Zuschauer können sich das ja nicht vorstellen. Also ich sag jetzt mal, als ich Lehrer Specht gedreht habe, 45 Minuten eine Folge, da haben wir für eine Folge, Anfang der 90er Jahre, 14 Tage Zeit gehabt. Also haben am Tag 5 Minuten gedreht, 6-7 Minuten. Bei einer Telenovela, das ist aber vom Grundprinzip sowieso anders, dreht man am Tag eine Folge. Also an einem Tag 45 Sendeminuten. Und das heißt, du hast Text ohne Ende, du musst lernen ohne Ende, du bist rund um die Uhr mit diesem Projekt beschäftigt, du kommst zu nichts anderem. Und ich habe es dann immer hinterher so künstlerische Fließbandarbeit getauft, weil das ist schon ein harter Job. Und ich ziehe vor allen, die das immer wieder machen, in vielen Telenovelas, die es noch gibt, den Hut. Für mich war es eine harte Zeit. Ich wollte auch am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, aussteigen, weil es mir zu anstrengend war, weil ich eine Schauspielerin bin, die sich immer extrem vorbereitet. Aber das schaffst du gar nicht, du musst nur deinen Text lernen. Und dann hat es aber Spaß gemacht und heute bin ich auch dankbar, dass ich diese Telenovela gedreht habe, weil ich da nochmal viel, viel gelernt habe. Und heute würde ich auch sagen, ja klar, mache ich nochmal. Aber das war nochmal ein Lernprozess und das ist aber wiederum auch was Schönes in deinem Beruf, dass du eben irgendwann nochmal die Chance hast, wieder andere Dinge zu lernen. Also das liebe ich auch am Schauspielerberuf. Du bist immer wieder neuen Herausforderungen ausgesetzt, weil du kommst an ein neues Set, hast ein neues Team am Theater, musst dich wieder neu zeigen, musst dich neu bewähren und kannst nicht sagen, entschuldigt mal, ich bin jetzt schon 40 Jahre im Beruf, da benehme ich mich jetzt mal so oder so, sondern du fängst immer irgendwo bei Null an und das hat auch so einen gewissen Reiz und das ist ganz schön. Und Telenovela, also Cora Franke, kriege ich immer noch Autogrammpost und steht oft immer drin, wann kommt Cora Franke aus dem Gefängnis? Ich bin ja im Gefängnis dort. Und dann schreibe ich immer zurück, weiß ich nicht, wann ich rausgelassen werde. Ganz süß. Lasst uns lieben, trinken, singen. Dein literarischer Wilhelm Busch abends zusammen mit deinem Ehemann Rüdiger Joswig, den gibt's schon länger. Ne? Wann habt ihr euch dazu entschlossen, dass Wilhelm Busch gut für euch ist? Das ist ein schöner Satz. Das war eigentlich eine Produktion, die ist vor 20 Jahren entstanden, als Rüdiger Joswig an der Küste die Küstenwache gedreht hat. Er war ja lange der Kapitän dieser Serie und Kapitän Ehlers. Und da gab es einfach in der Region den Wunsch, der Schauspieler möchte mal einen schönen Abend machen. Und dann haben wir uns diesen Busch rausgesucht, weil Busch einfach geile Texte hat. Und sie sind manchmal so witzig. Und die Leute denken immer, auch wenn wir erst Busch sagen, wirklich den Busch? Und wenn du dann so einen Abend machst und über diesen Mann liest, und er hat ja auch gemalt und alle kennen Max und Moritz und was es so gibt, dann sind die Zuschauer begeistert und wir machen den immer wieder. Wir haben vor kurzem gerade in Duisburg gemacht und die Leute waren sehr angetan und kommen dann hinterher und sagen, ey, wir müssen mal unseren alten Buschband wieder rausholen und müssen uns da noch ein paar Sachen angucken. Aber Max und Moritz kennt jeder. Also das ist einfach sowas. Und das machen wir auch in dem Programm dann natürlich. Ein bisschen übertrieben, aber ich glaube ganz gut. Und gibt es irgendwas, worauf wir jetzt schon warten können, bei dem du sagen kannst, dann und dann passiert das und das oder ist alles noch ein wenig geheimnisvoll? Also worauf ich mich wieder freue, ist ab dem 1. Dezember spielen wir in Bonn, Neuwied, unser Theaterstück Alle unter eine Tanne. Das ist ein Weihnachtsstück, das ist wirklich ein wunderschönes Stück. Spiele ich zusammen mit meinem Mann und dann noch mit einem Team. Wir spielen da ein Ehepaar, was geschieden ist und neue Partner hat und die Kinder wissen es nicht und wir spielen ihnen das heile Weihnachtsfest vor. Also das ist ein sehr schönes, komisches Stück. Haben wir schon 2-3 Winter gespielt in München, in Düsseldorf, in Köln und es läuft so gut, dass also die Nachfrage danach riesig ist. Leider noch nicht in Berlin, aber kommt vielleicht noch. Und das steht schon mal fest und dann gehe ich jetzt, das ist ja auch mal was Schönes, ich gehe jetzt mit meinem Mann im September auf ein Schiff
Und da machen wir mehrere Lesungen und verbinden das gleichzeitig mit einem Urlaub. Also das ist jetzt so der nächste Termin. Also es ist eigentlich alles im grünen Lot. Und wenn jetzt ringsherum die Welt nicht ganz so chaotisch wäre und wir uns alle ein bisschen freundlicher und liebenswürdiger und diskussionsfreudiger miteinander umgehen würden, wäre es noch schöner. Aber guck mal, das ist jetzt zum Beispiel heute ja schon so ein Moment. Wir plaudern ganz toll und offen und du hast mich da in deine tolle Sendung geholt und wir können über Dinge reden und Leute beglücken. Und ich denke, das ist in den heutigen Zeiten auch immer ganz wichtig, dass wir alle freundlich miteinander umgehen und dass wir alle auch vor allen Dingen miteinander reden und im Dialog bleiben. Das ist so eins meiner, das, was mich momentan beschäftigt, also was man zum Schluss immer so manchmal sagen möchte. Diskussionskultur in Deutschland, andere Meinungen akzeptieren und nicht alle immer gleich verurteilen und nicht zuhören. Also das ist sowas, was mich momentan sehr, sehr beschäftigt und was ich auch in vielen Gesprächen mit Freunden oder auch in der Familie immer wieder anbringe, wo ich sage, ich muss mir die Meinung von dem anderen anhören, dass er das und das nicht gut findet. Ich kann ganz anders denken, aber ich darf ihn nicht niedermachen und verurteilen und in irgendwelche Ecken schieben. Und das ist eine Geschichte, die, ja, die beschäftigt mich extrem. Die beschäftigt mich extrem, aber ich weiß, viele andere Menschen auch. Und vor allen Dingen ehrlich sein. Also gerade wir Ostdeutschen, ich bin wirklich jemand, der den Tag der Wiedervereinigung genossen hat und ich liebe dieses Deutschland und ich liebe es, in einer Demokratie zu leben. Aber eine Demokratie zeichnet sich auch darin aus, dass eben alle ihre Meinung sagen dürfen und nicht gleich verurteilt werden. Wir aus dem Osten wissen, wie es war, wenn jemand die Meinung gesagt hat, der ist nämlich dann ins Gefängnis gegangen oder hatte irgendwelche Schwierigkeiten und, und. Und heute ist es so, wenn du deine Meinung sagst, wirst du in Ecken geschoben. Du bist auf einmal rechts, du bist Putin-Versteher, du bist gegen die Regierung oder was weiß ich, anstatt mit demjenigen zu reden und zu sagen, interessant, so sehe ich das nicht, aber ist auch ein Argument. Und das ist, ja, das ist was mich momentan sehr, sehr aufreißt. Merkst du ja, ich habe es jetzt gerade angesprochen, beschäftigt dich momentan sehr. Ich glaube, die Gefühle, die du gerade gesagt hast, die teilen sehr, sehr viele Menschen. Und ich hoffe, dass wir da alle nach wie vor immer bitte miteinander reden, bevor wir verurteilen. Und ich freue mich, dass Claudia Wenzel heute mit mir gesprochen hat in der Web Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich freue mich, dass ich bei dir sein konnte. Ich wünsche dir weiterhin viele, viele tolle Gäste und natürlich jetzt ganz viele, die unseren tollen Talk hier, unser Gespräch sich angucken. Und ja, es war schön, bei dir zu sein. Tausend Dank. Vielen lieben Dank. Du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, wenn ihr jemanden trefft, der wirklich komplett andere Meinung ist als ihr, dann hinterfragt. Das ist ganz wichtig. Nicht einfach blind verurteilen, das ist nämlich gähnend langweilig und falsch. Ihr müsst hinterfragen, weil es kann euch genauso gut passieren. Stell dir vor, du hast eine These, die du als richtig empfindest und jemand sagt gar nicht, warum, sondern hält einfach nur dagegen. Und du wirst dafür bestraft. Deswegen bitte sprecht immer miteinander. Hört euch das Warum an. Vielleicht könnt ihr es teilweise nachvollziehen. Wir sehen uns wieder zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Claudia Wenzel. Bis dann. Ja, also ich wünsche mir, dass wir auf dieser Welt einfach noch viel, viel mehr uns engagieren, dass Frieden überall ist. Und dass wir vor allen Dingen wertschätzen, was wir Deutschen haben. Dass es uns wirklich gut geht. Und dass wir weiter um unsere Demokratie kämpfen und uns alle einbringen. Und dass wir vor allen Dingen nicht, das ist was, jetzt kommt wieder auf das Thema von vorhin, immer alle verurteilen, auch nicht die Politiker und sagen, die da oben müssten das machen, sondern wir sind's, die es machen können. Und jeder Einzelne kann bei sich anfangen. Und das ist jetzt so ein bisschen so wie so ein Statement hier heute. Aber ja, das wünsche ich mir. Und tausend Dank nochmal, Nico.